Der Friedhof, ein Ort der Trauer, Ruhe und des Gedenkens. Angehörige verbringen dort oft viel Zeit, um die Gräber zu schmücken. Denn jede einzelne Grabstätte erinnert an einen geliebten Menschen, der von einem gegangen ist. Allerdings gab es in den vergangenen Jahren einen Wandel der Trauerkultur. So entscheiden sich immer mehr Menschen für kostengünstige Bestattungen, verzichten auf Zusatzleistungen, um Geld zu sparen. Für den Ingolstädter Bestatter Alwin Pfaff ein Trend, der viele Ursachen hat. Zum einen ist es sicher das Geld, das vorhanden ist oder auch nicht vorhanden ist. Zum anderen aber auch, weil man auch sagt, auch vom Aufwand her, viele Angehörige wohnen gar nicht mehr im Ort, wie der vielleicht der Verstorbene gewohnt hat oder wohnen auch weiter weg. Und wo man dann einfach auch sagt, man muss es auch praktikabel halten. So gibt es immer mehr Urnenbestattungen, eine preisgünstigere Variante. Häufig werden die Urnen auch direkt am Ort der Einäscherung beigesetzt, denn bei der Rückführung in den Heimatort würden zusätzliche Kosten anfallen. Art und Qualität der Bestattung haben sich in den vergangenen Jahren also verändert. Die Folge? Das Bestattungsamt Ingolstadt rechnet dieses Jahr mit einem Defizit von ca. 1 Million Euro. Wir haben in der Vergangenheit immer Kostendeckungsgrade gehabt. Also das ist natürlich der Wert, der die Einnahmen mit den Ausgaben vergleicht, von über 80%. Im vergangenen Jahr haben wir 80% gerade noch geschafft. Dieses Jahr beträgt der Kostendeckungsgrad allerdings nur 64%. Eine Möglichkeit, das Defizit auszugleichen, wäre eine Erhöhung der Gebühren. Der Stadtrat hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema beschäftigt. Letztendlich haben sich die Politiker aber gegen eine Erhöhung ausgesprochen. Das unterstütze ich ganz besonders. Also ich habe es selber erlebt schon, ich musste selber eine Bestattung schon organisieren. Und die finanzielle Belastung ist für Familien teilweise schon heftig. Und ganz ehrlich, ich bin der Meinung, wenn einer gestorben ist, hat er nicht mehr unbedingt allzu viel davon, hier eine großartige Kosten für die Nachkommen zu verursachen. Um keine zusätzlichen Kosten zu verursachen, sollen die Gebühren deshalb unverändert bleiben. Auf diese Weise soll der Trend hin zu preisgünstigen Bestattungen aufgehalten werden, damit sich Hinterbliebene auch in Zukunft würdevoll von einem geliebten Menschen verabschieden können.